Grüß dich. Wie geht's? Wow. Ne? Nicht schlecht. Lass dich doch mal drücken, Nikos. Du siehst so müde aus. Jetzt ist auch Erich gekommen. Ja. Grüß dich. Wie geht's? Was ist dein Wort des Jahres? Hashtag auf Nacken. Feine, Helene. Ja, feine. Super. Super, so von seinem Chef behandelt zu werden. Jo. So, herzlich willkommen zurück auf hiphop.de. Mein Name ist Helene Fares und wir machen jetzt einen Vlog. Morgen ist der Jahresrückblick, heute ist Samstag. Dieses Jahr nur mit den Leuten von hiphop.de, nur mit den Moderatoren von hiphop.de werden wir ein Gespräch führen über eigentlich all die Kategorien, die wir im letzten Jahr auch schon hatten. Ich gucke mir gerade nochmal den Jahresrückblick von 2014 an, wo meine Kollegen Wus, Erich, Aria und Toxic schon alleine miteinander gesprochen haben. Genau in diesem Rahmen wird es dieses Jahr auch stattfinden, mit dem Unterschied, dass wir in einer übelst geilen Wohnung sind mit Jacuzzi. Ich hoffe, ich werde nicht genötigt. Mal gucken, wie das wird. Ich bin gerade auf dem Weg nach Düsseldorf, wie gesagt. Ich brauche von Leipzig 6-7 Stunden mit dem Zug und deswegen bin ich hier gerade am mich nochmal vorbereiten. You know how it is. Frau guckt mich die ganze Zeit an. So von wegen, warum redest du? Ich warte nur drauf, dass sie wirklich was sagt. Weil sie trägt nämlich einen, ich glaube, Nerz. Kann ich sagen, dass sie sich gerne mit ihrem toten Tier unterhalten kann. So, ich bin endlich in Düsseldorf angekommen. Eine Stunde Verspätung. Aber endlich da. Meine Kollegen Daniel und Philipp holen mich jetzt ab. Ich brauche unbedingt so einen Koffer. Es gibt jetzt diese Koffer, auf denen man fahren kann. Ich will unbedingt so ein Ding haben, damit ich mit meinen kurzen Beinchen nicht mehr laufen muss. So, bin gespannt, wie es wird und aufgeregt. Wir sitzen jetzt im Cabrio von Daniel. Daniel, sag mal hallo. Hi. Fahr bitte nicht gegen irgendein Auto. Du meinst, wenn ich komplett die ganze Zeit fahre, während ich umgedreht bin? Herzlich willkommen. Oh, diese Pose, look at that. Grüß dich. Wie geht's? Wow. Ne? Nicht schlecht. Ich lasse mir gerade von Linde sagen, was ich morgen erzählen soll in unserem Jahresrückblick, damit mir auffällt, dass ich keine Ahnung habe. Wer ist dieser Gul Savage, Linde? Gut. Killer, ne? Ja. Als wir uns hier gekauft haben. Aber schnell wieder ausmachen, damit die Batterie nicht leveln. Genau, so viel Geld. Money ein bisschen, aber nicht so viel. Du hast ja nicht da. Du, Helene, musst aber das tragen, oder? Wurde das gesponsert? So auf Biene Maya. Wurde das gesponsert? Das ist für ein Toxic eigentlich, das ist nur ein bisschen zu Guck klein. Guck mir das mal an, warte mal, das kann ich bestimmt anziehen. Wo hast du deine Taxifahrer gelassen? Meine Taxifahrer, die sind Döner holen gegangen. Okay. Döner. Wir essen doch jetzt nur noch Kaviar und Sushi. Wir haben heute schon ein Redaktionsmeeting gehabt. Also ich glaube, und ich bin froh, wenn Feierabend ist. Die Hey! Stirnacken! Siehst direkt 12 Jahre jünger aus. So ein Tiger im Club. Ja. Stimmt. Woher hast du das, ist die Frage. Ja, das ist hier. Das ist, So, jetzt bin ich endlich angekommen. Ich bin völlig im Arsch, aber die Location ist super schön. Wie genau wir jetzt hier drehen? Ich will auch gar nicht wissen, für was sonst diese Location hier gebucht wird und was sich vor allem die Vermieter gedacht haben, als wir gesagt haben, wir kommen hier mit Kamerateam an. Das war mir bis praktisch mit der Toilette, die hier so mitten im Raum ist. Nicht mal abschließbar. So, auf jeden Fall empfehle ich das nicht für Paare, die gerade frisch zusammengekommen sind, die sich noch nicht trauen, voreinander scheißen zu gehen. Ja, also, ich gebe hin. So, der Anreisetag ist vorüber. Ich bin nicht mehr zeigbar. Darf in einem Glaskasten schlafen. 23 Uhr, was? Mein kleines Schweini sagt mir das. So, jetzt gerade aufgestanden in der Wohnung hier. Ist auf jeden Fall noch nicht so viel los. Aber ich denke mal, das wird sich in den nächsten 10 Minuten ändern. Die Jungs wollten eigentlich um 9 kommen. Ich esse jetzt Cornflakes mit Tee, weil wir keine Milch haben. Ja, bin mal gespannt, wo wir eigentlich drehen. Ich hoffe, die Jungs gehen dann alle schnell, damit ich in die Badewanne kann. Die meisten gehen heute dann schon wieder nach Hause. Und ich habe vielleicht die letzte Nacht alleine in der Bude. Das wäre ein bisschen nice. Toxics Bruder muss Modell stehen. Wie fühlst du dich? Ja, super. Ich habe top geschlafen. Ja? Ich habe geträumt, ich wäre irgendwie in Breaking Bad im Drogendealer. Bester Traum ever.
Was soll man dazu noch sagen? Ich weiß nicht, wer träumt sowas? Ich träume sowas. Und deswegen macht sich Philipp über mich lustig. Aber du hast ja deinen schlechten Schlaf auf das hiphop.de-Logo geschoben. Das wir wegen dir angelassen. Richtig, weil ich in diesem Kabuff ohne Fenster, ach, es hat Fenster, aber es war sehr dunkel, schlafen durfte und dann wäre ich in der Nacht aufgestanden und dann wäre ich orientierungslos gewesen. Puh, kannst du noch mal deine Roos-Imitation machen? Freunde, ich halte das Intro kurz. Ich bin auf jeden Fall überdimensional müde. Nicht geschlafen, gestern noch mit Sultan Engs gefeiert, dies, das, mies, was. Er hat es gestern sehr viel besser gemacht. Ja, oder? Finde ich auch. Hast du überhaupt schon Fred vorgestellt? Sie weiß, wer ich bin. Das ist der Fred. Der Fred hat mit Fu zusammen damals Hiphop.de gegründet. 1420. 1420 nach Fus Aussage. Mikrofone werden angeschlossen. Kennst du, wenn du dir so einen Kaffee kochen willst? Fred, was machst du? Diese Tonkonstruktion. Du musst Schweres reinlegen, hier. Ich wollte das nämlich gerade umbauen, das Ding. Und dann kommt der mit so einem Bart an. Saskia, ich habe gehört, wir dürfen dir heute während des Drehs ein paar Fragen stellen. Mhm. Ja? Ja? Hast du deine Packs straight? Ja. Ja? Sehr gut. Ja, mal gut. Lass dich doch mal drücken, Groß. Wie geht's dir? Du siehst so müde aus. Überraschung. Ich weiß, ich hatte so Mitleid mit dir. Du bist aber auch die letzten Tage nur unterwegs gewesen. Ich war jetzt 5 Tage am Stück auf Tour. Ja. Am Stück. Ich bin in so einem 6-Mann-Ding, wo du so Tür aufmachen musst. Der ganze Scheißzug ist leer, 9 Dinger hintereinander, alle leer. Ich so, okay, tamam. Ich setz mich auf einen hin, mach die Dinger hoch, leg mich so richtig lang, hab die Jacke ausgezogen, als Kissen genommen. Kommt nicht. Hast du nachts gefahren, oder? Ja, ich bin von 5 Uhr morgens bis jetzt gefahren. Jetzt pass auf. Kommt so ein Typ, sah schon leicht aus wie ein Psycho, und setzt sich genau in mein Ding. Und dann sitzt er einfach so. Ich denk so, ey. Der ganze Zug war leer einfach, Alter. Warum setzt er sich hier hin? Ja, das sah schon ein bisschen strange, Alter. Das sah schon main strange. Jetzt ist auch Erich gekommen. Ja. Grüß dich. Hi. Wie geht's? Alles gut? Ja, ja. Bisschen gestresst, aber oh Mann. Erich, du hast doch gerade nach Schoki gefragt. Meine Mami hat extra welche für mich eingepackt, oder? Also hier ist ja gar keine Schokolade, ne? Was? Ich ernähre mich ja nur gesund. Ach so. Ausnahmsweise. Waren übrigens auch doppelt so viele Gummibärchen da, bevor ihr gekommen seid. So, wir sind mit der Hälfte durch. Jetzt gehen wir Mittagessen, obwohl es draußen schon dunkel ist. Bist du zufrieden bis jetzt? Guck mal, ist ein bisschen zu hell. Wir kommen auf jeden Fall sehr gut durch, finde ich. Jetzt wollen wir mal zu lange Pause machen. Ich bin noch nicht völlig braindead. Also es geht schon nah an die Braindeadness ran bei mir. Ja? Ja, ich bin ein bisschen müde. Ich bin gespannt nach dem Essen, kriege ich wieder so Food-Koma, dann ist schlimmer als vorher. Scheiße, ja, aber dann... Dann, ja, gut, geht und mir auch so. Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen, nicht so viel durcheinander zu schreien. Aber es ist auf jeden Fall dieses Jahr viel besser als letztes Jahr. Letztes Jahr war es schon heavy. In diesem Rumschreien auf jeden Fall. Ja. Wir sind disziplinierter. Bruce, komm, Essen auf Nacken. Ja, alle sind schon weg. Hier um die Ecke, komm. Komm, ja komm. Ja komm. Ja komm. Ja fein, ja, fein, Helene. Ja fein. Super, super, so von seinem Chef behandelt zu werden. Jo. Ich dachte, ich filme euch so heimlich. Ihr hört direkt auf zu reden, sobald ich filme. Wir sind alle kamerascheu. Aber ich mach voll die gute Party. Er da hinten am allermeisten, dass ich da hinten verkriecht. Der deprimierte Junge in der Ecke. Was habt ihr ihm wieder getan? Aber Linde und Ruth zusammen voll das Kunstwerk. Die gucken beide so deprimiert. Ey, wir haben so viel geredet, ne? Ich will einfach nur ruhig sein. Das kenne ich. Ihr seid so eine Gang, ja? Mit den Karo-Hemden. Ja. Karo-Hemden-Gang. Diese Karo-Hemden haben wir dieses Jahr sowieso so krass durchgespielt. Nein. Hey Philipp, voll lustig, dass die Spastis voll gleich aussehen, wa? Die Spastis. Hiphop.de, Fu Manchu. Hörst du bitte auf, an deinem Bart immer rumzufüngeln? Das ist nicht gut. Man muss sich das abgewöhnen, Philipp. Warum? Wessen Bart ist denn eigentlich besser? Warte mal, deiner ist besser. Besser? Also seiner ist auf jeden Fall inzwischen länger, glaube ich. Wir sind zurück vom Mittagessen. Jetzt geht's weiter mit... Genau, wir haben schon Stress. Jetzt geht's weiter den mit Jahresrückblicken. Live-Act. Sind deine Notizen sehr schön. Ja, hier, fertig.
Das ist ein Selbstporträt, guck mal. Genau, das, das bin ich. Als Ballon. Das habe ich als Ballon. Habe ich gemacht. Und Kritikpunkte? Kritikpunkte. Also ihr schreit nicht mehr so viel. Wir haben schon, weil unsere Stimmen langsam weg sind. Deswegen. Ja, ihr habt euch daran gewöhnt, dass ihr euch gegenseitig aussprechen lasst. Das ist schon mal gut. Ansonsten gute Gespräche dabei. Beruflich eigentlich. Aber wir haben ja jetzt auch nur noch zwei Videos. So, Fred, erzähl doch mal jetzt bitte. Okay? Die Leute wollen einfach unbedingt wissen, nicht nur wer du bist und wie dein Name ist, sondern was du eigentlich für überhaupt die bedeutest. Ja. Das ist schon gut, ne? Der Fred ist bei hiphop.de seit 2002 und hat mal unsere Fotoabteilung angefangen zu machen. Wir haben früher Bildergalerien gehabt. Graffiti-Maler, genialer Grafiker und Videomensch. Sehr genialer Videomensch. Mensch. Unter anderem auch unser Logo designt. Ja. Frederik Schulz. Also ja. allen Hate. Nee, no hate, wirklich. Absolut wirklich, nicht. Wirklich gut. Also wirklich, ich muss sagen, Vis-a-vis hat den schönsten Spruch der Welt. Seid lieb. Seid lieb, ja. Seid lieb seid zueinander. Grüße an Visa übrigens. Grüße. Ja. Zeig diese Popo. Was ist dein Wort des Jahres? Mein Wort des Jahres? Boah, das ist die Kategorie, wo ich am allerwenigsten, jetzt wo die Liste schon wieder weg ist. Ach, ich sag auf Nacken. Ich glaube, auf Nacken ist das, was ich selber so, abgesehen davon, was ich am witzigsten finde, glaube ich, am meisten benutzt habe. So richtig beim Reden. Auf Nacken stimmt schon. Am meisten berührt mich Auge. Mach nicht diese Auge. Saskia, ist Erich draußen? Nee, ne? Ich zeig einfach mal seine Skizze hier, die er gemacht hat, während wir hier... Okay. Ja, nicht schlecht. Besser als meine Bildchen heute. Ich bin okay. Nicht weiter als sowas gekommen, da habe ich aber Erich mal hart geboren. Ne? Kleines Gesicht. Auf jeden Fall. It's a wrap, wir sind fertig. Kaputting. Belastend. Vom Haken der Kamera. Schön, dass ihr am Start wart. Das war der Backstage Review. Review? Ich bin völlig Matsch im Kopf. Wir sind alle ziemlich fertig und müde und jeder geht jetzt nach Hause. Ich werde hier eine Nacht pennen und dann morgen nach Leipzig fahren in aller Ruhe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen, kurzen Dingsbums. Ich habe auch erfahren, dass ich die Einzige war, die gevloggt hat, wie der Chef das angesagt hat. Noch am Arbeiten? Ja, natürlich, ich mache gerade die Abmoderation. Du kannst doch mal sagen, dass gesagt wurde, dass wir alle vloggen sollen. Und wer ist Mitarbeiter des Monats? Du solltest hauptverantwortlich durch den Abend führen und die anderen sollten aber auch Material liefern. Haben sie aber nicht gemacht. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich auch. Ich glaube, es ist besser geworden als letztes Jahr. Glaube ich auch. Auch besser auch als vorletztes schwer. Jahr. Es dürfte unser bester Jahresrückblick sein. Hoffentlich. Auf jeden Fall hoffen wir, ihr genießt eure Zeit, habt eine schöne Weihnachtszeit und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin Elifaris, das ist Toxic, hat einen Künstlernamen, einen Nachnamen, dein Nachname? Cargol, Toxic Cargol. Toxic Cargol. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, danke fürs Zuschauen, danke Helene fürs Vlog, Backstage machen. Ja, wir sehen uns wieder auf hiphop.de, ne? Bis dann!